lantern gekommen. Noch einen starken Moment. Aha, wir haben schon drin. Jetzt füllen wir natürlich den Kessel platsch voll. Dann muss es auch erklären, bis es ganzen Dampf hier oben muss es Wasser haben und ja, keine Luft rein, dass wir nachher mit der Druckpumpe ein bisschen Druck geben können. Darum müssen wir jetzt schön langsam füllen. Wenn wir mal reinschauen, denken, hat jemand ein Licht? Ja, sieht bis jetzt nicht schlecht aus. Hoffen wir, es bleibt so. Gut. Also abstellen! Regelstopfbüchse, sag ich. Regelstopfbüchse. Und dann meinst du, seit dort der Konus? Oder der Konus? Nein, der hat eine Flachdichtung. Ah, Flachdichtung. Ja, das ist eine Ja, das geht ja wunderprächtig, mal auch da. Der läuft gut. Ja. Wieder zusammen machen, ne? Ja, ja. Bist du zufrieden? Ja, kann also nichts sagen. Bis jetzt bin ich also sehr erfreut. He? Gut. Mal schauen, was denn der Kesselinspektor sagt, aber ich denke, er wird auch zufrieden sein. Also nehmen wir da die heilige Gotthardbahnblumen weg. Das schwerste Ventil. Wir haben vorher die Sicherheitsventil weggenommen, Blindflansch gemacht, dass wir die Anschlüsse haben für die Druckprobe. Das ist das hintere Sicherheitsventil. Jetzt müssen wir natürlich über den Kesseldruck. Durch das haben wir die Blumen und die Kappen wegnehmen und das abstellen, weil der Kesselinspektor will natürlich Prüfdruck haben. Und der ist einfach über dem Kesseldruck, was eigentlich logisch ist. Nachher und Dampf tun wir das wieder auf den Kesseldruck von 12 Bar einstellen.
10, 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 10
Peter, was meinst du? Probieren wir mal anheizen. Mach mal warm. Und dann gewisse Sachen tun wir dann unter Dampf noch anschauen. Wichtig ist natürlich, dass die Wasserspeisung funktioniert, die Sicherheitsventile richtig eingestellt sind. Er tut dann alles wieder frisch plombieren. Das ist jetzt alles noch aus den 70er Jahren. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie verrückt. Reizt uns alle. Wir tun sie dann ganz langsam anheizen und alles ein bisschen schön büscheln, dass es dann gut kommt. Und dann sind wir dann mal gespannt auf die ersten Bewegungen. Und der Stefan hofft immer noch, dass wir Schnee haben, wenn sie dann... Genieren Schnee! Oh, das geht noch mal. Das geht noch mal. In dem Moment, wo du das erste Mal anhältst, ist jetzt auch nie Schnee. Oh, das schauen wir. Gut. Gut. Also, danke, Peter.